Moin Moin zusammen und willkommen zurück zur Definitive Edition von Outward. Ich hoffe, er hat mich jetzt nicht gesehen. Da vorne sehen wir ein fettes Viech mit Schwanz und Fake-Flügeln. Oder ist im Weg? Der muss weg. So, was machen wir jetzt? Simpel. Wir legen Fallen. Wir legen ganz viele Fallen. Falsche Taste. So, erste Falle. Zweite Falle. So viele wir können. Wir bereiten alles vor an Fallen. Und dann werden wir hier den durch eine ganze Straße an Fallen führen. Denn ich gehe davon aus, dass wenn wir passend vorbereitet in den Kampf starten, gewinnen können. Und wenn nicht, dann müssen wir weglaufen. So. Falsche Taste. Die brauche ich. Ja, macht euch gefasst. Das fette Viech da hinten. Das kriegt jetzt ordentlich, ordentlich aufs Maul. So. Das sind meine letzten Eisennägel gewesen. Habe ich noch irgendwas, was ich machen? Ich könnte noch Holznägel machen und noch mehr Stolperdraht fallen. Na. So, eins. Zwei. Warum nehme ich zweimal mit? Holznägel. Kosten vier Holz. Ich muss noch ein drittes Mal mitnehmen. Ich kann auch Eisennägel herstellen. Wie viele Holznägel waren das jetzt? Wo sind sie denn? Drei! Ach, die reichen ja dann schon locker. So. Wir werden die alle noch durchmachen. Holznägel. So, der ist gerade ein bisschen weiter weg. Dann können wir mal eben hier dran vorbei. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Aber das kommt mir gerade recht. Ach. So. Junge, das ist aber gut vorbereitet, oder? Oder? Bitte sagt, dass es gut vorbereitet ist. Ich muss mal kurz Pause machen. Es hat sich schon wieder in Wespe rein verirrt. Alter Schwede. So. 3 Minuten hat die Vorbereitung jetzt gedauert. Aber das sollte hinhauen. Also, 4-3 ist Falle. Die machen wir jetzt noch hier rein. So. 1, 2. Wir brauchen ein Schwert. 4, 2. Ach du gute Güte, da sind Banditen. Die kämpfen jetzt dagegen. Wir können aus der Ferne ein bisschen beachten, was er machen kann. Oh oh, oh oh. Die haben, glaube ich, gar nichts gemacht. What? What? Huh? Ach du Scheiße! Lauf, 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 lauf!
Das macht gar keinen Schaden. Ich hab nochmal. Upala. War das jetzt eine Falle? Nee, ich war zu langsam. Okay, ich muss jetzt ein bisschen mal Ausdauer regenerieren und dann gleich versuchen wegzurennen. Oh, warte mal. Die Flucht nach vorn. Wir versuchen die Flucht nach vorn. Los! Schneller! Ich hoffe, das funktioniert. Ich könnte ins Zelt flüchten. Vielleicht klappt das. Ich dachte, die Banditen halten länger gegen das Viech aus. Vier oder was? Einfach alles, nicht drauf achten. Alles mitnehmen. Okay, da hinten ist er. Was ist hier? Das Ding. Hier ist eine feuchte Jagdhütte. Man kann nicht... Ach du Kacke. Okay, wir gehen mal kurz in die feuchte Jagdhütte. Oh nein, hier könnten Gegner sein. Ich brauche meinen Spickzettel. Rot, lila. Scheiße, was war rot? Vier war rot, lila war zwei. Schwein gehabt. Okay, 3-1 ist, glaube ich, Licht. Genau. 1-2 ist Schutz. 3-1 ist... Ach, Licht. 4-2 ist Schwert. Tierhaut, Tierhaut. Raubtierknochen. Noch mehr Raubtierknochen. Eine Matratze. Eine brutale Axt. Und die der Leichnam eines Ritters. Ein großer Astraltrank. So, jetzt haben wir ein Problem. Unnormal viel Taschenübergewicht. Und ich muss hier weg. Das Viech kriege ich nicht tot. Ich dachte eigentlich, weil hier geht's hoch zum Wachturm. Was machen wir denn da? Lass mich mal überlegen. Ich könnte die hier anlegen. Das ist schon mal ein Anfang. Aber das reicht nicht. Guck mal, wie viel hier noch. Hier leeren. Das Holz kann weg. Das reicht immer noch nicht. Alles versuchen. Irgendwie den Taschenplatz erweitern. Die können weg. Das kann weg. Wir können die Fackel auf den Boden werfen. Die Jägerhütte ist feucht. Habt ihr doch gelesen. Da kann nichts passieren. Außerdem hält die Leiche von dem Viech das hier vom Boden ab. Es riecht dann nur ein bisschen komisch, wenn man hier reingeht. So, ich würde sagen, viel mehr können wir nicht machen. Nur noch warten, bis die Ausdauer und das Leben wieder ein bisschen höher sind. Dafür können wir das hier machen. Wunderbar. Verbinden wir uns noch ein bisschen und dann geht's gleich in den Sprint, ne? Kann ich noch irgendwas hochpacken? Käfer. Okay. So. Habt ihr gesehen, wie wenig Schaden ich dem Ding gemacht habe? Das lohnt nicht. Hä? Wo ist es? Schnell flüchten. Kann man hier jetzt irgendwo hoch? Nee, ne? Nee, kann man nicht.
Aber wo kommt, wie kommt man hier an den einsamen Turm? Und wie komme ich jetzt wieder durch den Gang zurück? Ist das Ding weg? Da vorne ist es. Es verteidigt den Ausgang. Ach du Scheiße. Alter Schwede. Also man bräuchte noch viel mehr Fallen. Viel, viel mehr Fallen. Einfach 1 Million Fallen. Ich würde sagen, ich fange jetzt an zu rennen. Wow! Rücken! Oh! So, schön die Gegend mit ausnutzen. Baum. Und jetzt ist hier nur offene Fläche. Junge, wie lange das einem hinterher rennt. Help! Help! Please help me! Ein Ascheriese wäre gut. Hör doch auf! Geh zurück nach Hause! Oh mein Gott! Shit, 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 shit. Mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Das Licht müsste mal ausgehen. Okay, ich habe es sehr, sehr weit von seinem eigentlichen Ort weggelockt. Aber wo rennt das denn dann jetzt hin? Okay. Schlachtplan. Ich brauche einen Schlachtplan. Ich brauche Mana. Viel Mana. Und ich kann... Ich brauche einfach viel Mana. Wenn ich viel Mana habe, dann kann ich das so lange mit Zaubern zufeuern, bis das tot ist. Hört sich jetzt voll dumm an, aber... was Besseres fällt mir nicht ein. Okay, erstmal nach Berg. Junge, ey. Ich habe jetzt auch mir den Namen nicht merken können. Ich glaube, ich habe aber auch keinen Namen sehen können. Das sieht man ja auch erst, wenn man den besiegt hat. Stimmt. Wie kommt man jetzt an den Turm? Mann. Das gibt's nicht. Hier ist gerade noch eine Wespe aufgetaucht. Moment. So. Mein Schlachtplan ist Menge Mana, Menge Fallen. Aber ich denke nicht, dass wir genug Wucht zusammenkriegen, das Ding zu klatschen. Also mir fällt absolut nichts ein, weil ich habe doch, wie viele Fallen habe ich aufgestellt? 8?
Das hat alle mitgenommen. Alle fallen. Und wie viel Leben hat es verloren? Von, Sombalken? So viel? So, zwei Finger? Oder wie wenig waren das? Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viel teilweise andere Viecher da an Leben verlieren. Ja gut, ich hatte auch einen großen Nachteil mit dem Rucksack jetzt. Der war voll. Aber dennoch. Einfach insane. Einfach nur insane. Okay. Gehen wir zurück nach Berg. Gehen wir zurück nach Berg. Verkaufen. Und dann überlege ich. Ich weiß nicht, ob wir das Viech kaputt kriegen. Ich denke halt nicht. Ich denke halt einfach, wir schaffen es nicht. Oder ich setze mich hin und versuch's. Aber wie? Müsste halt ganz die ganze Zeit die Attack-Patterns beobachten. Und dabei nicht sterben. Wenn ich das hinkriegen würde, dann könnten wir das machen. Also ein paar Sachen habe ich jetzt schon gesehen. Der macht so einen Rundumschlag, wo der mich mit seinem Schwanz einmal fett trifft. Und mal eben, wir nehmen mal eben das Buch in die Hand. Das ist beunruhigend. Warum hält er das Buch so in die Luft? Das ist beunruhigend. Okay. Verkaufen wir mal eben. Wo war ich denn jetzt? Ja, die brauche ich nicht. Die Brigantenrüstung? Den Brigantmantel will ich schon behalten, der ist halt nur sehr schwer, ne? Ja. Ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir zurück zur Halbinsel gehen. Die behalte ich jetzt erstmal, die beiden. Dann brauche ich auch nicht alles verkaufen. So. 590, 97 Platz in der Tasche. Passt. Können wir eigentlich direkt losgehen. Warum gehe ich jetzt zurück zur Halbinsel? Wir haben nur noch so ein paar Rechnungen offen. Und mit den Runenzaubern sollten wir die begleichen können. So, dich nehmen wir mit. Mitkommen. So, hast du noch irgendwas, was ich haben möchte? Feuerlappen. Das... große Astral, ja. Geisterfirnis, habe ich auch noch nicht. Habe ich auch noch nicht. Dunst, habe ich auch noch nicht. Lasserweihrauch, habe ich auch noch nicht. Habe ich, glaube ich, schon. Okay, so. Hä? Verzauberungssäule. Kaufen wir davon mal eine. Wie viel kostet das? 270. Habe ich noch was zu verkaufen? Das vorübergehend Immunität. Immunität, stopp. Immunität ist krank. Und das Überlebenselixier ist auch krank. Den esse ich nicht. Handepaste ist mir ausgegangen. Waldstein kann weg. Okay. Wir zahlen das einfach erstmal, denn das war eine ganze Menge Alchemie-Sachen, die ich mir mal eben angucken kann. So. Einmal anmachen hier bitte. Großer Astraltrank. Macht man aus Geisteraugen. Hab ich schon mal welche? Ich hoffe nicht. Das ist natürlich geil. Was haben wir noch? Astraltrank, kann ich noch welche herstellen? Ach, das war's. Okay. Aber. Lasser Weihrauch.
Jetzt haben wir für Träumerwurz mal endlich was, nur ich habe keine Elementarteilchen. Ah. Okay, Fluchreiniger. Lebkraut, die hat mal eine Verwendung. Cool. Meuchelelixier. Sylphianweihrauch. Okay, da habe ich einige Sachen noch gar nicht von. Aber cool. Gut, dass ich hier noch hingegangen bin. Vielleicht gibt es noch andere Sachen, die ich mitkaufen kann. Willst du was kaufen? Habe ich schon. Auch schon. Auch. Okay, das haben wir alles schon. Brot kaufe ich auf. Denn damit kann man immer mit Gabärenmarmelade so viel machen. Und wenn wir zu den, warte mal kurz, 3-1 war's. Wenn wir zur Halbinsel zurückgehen, da gibt's immer so viel Gabären. Hast du zufällig nichts, was ich nicht schon habe? Okay, dann Risa. Sprechen wir mit Risa? Nein, wir sprechen nicht mit Risa. Es gibt aber noch eine Sache, die ich mir noch gar nicht angeguckt habe. Da gehen wir mal schnell hin. Nämlich ist ja hier die blaue Kammer und man kann auch in die blaue Kammer rein. Das machen wir jetzt mal. So, 4-2. Dann haben wir nämlich noch mehr Leuchten. Nämlich hier vorne. Können wir rein. Und hier ist, glaube ich, auch irgendwo ein Schundhaufen, den wir plündern können. Hier ist nichts. Ist riesig, das Ding. Warte mal, hier in der Mitte ist ja jemand. Was kann ich für dich tun? Kamalon von Sorobor für dich tun. Ich möchte etwas lernen. Ich wüsste da einen interessanten Spruch, den ich dir weitergeben kann. Sehr hilfreich in der Gegend von voller Geister. Der Dunstsegen erschützt vor geisterhaften und ätherischen Angriff und erhöht deine ätherischen Schaden beträchtlich. Klar! Hör mal. Abgemacht, fangen wir an. Als erstes musst du die Naturgeister, bla bla bla, das kennt. Jetzt kommt die Erklärung, die leider rausgeschnitten wird vom Spiel. Ich frage mich. Genau, du hast es raus. Dunstsegen schützt mich. Dankeschön. Wunderbar. Das ist wunderbar. Totenstadt. Ich dachte, hier geht's. War ich hier schon? Ist die Musik aus? Das gefällt mir nicht. Verriegelt. Was? Das hier ist ein Schund offen, aber... Alles mitnehmen. Ich dachte jetzt, hier sind Gegner. Also hier ist 100 pro noch... Oh, Sternpilze. Hier ist 100 pro noch was Krasses versteckt. Okay, aber wir sind jetzt eigentlich nicht hier, um das anzugucken. Ich wollte eigentlich nur durch die blaue Kammer. Totenstadt kannte ich gar nicht. No. Man lernt nie aus. Es kommt immer wieder was Neues. Wir werden übrigens bei Nacht einfach durchreisen. Gleich. Hell genug können wir es machen. Da lang. Ist hier oben jetzt noch was? Oh, die scheint nicht. Wir konnten uns den Dunstsegen holen noch. Und da unten geht's noch wohin, wo ich noch nie vorher war. Ja, okay. Interessant. Boah, mir juckt's hier an den Finger, einfach mit Risa zu reden, nur um hier wahrscheinlich gibt's hier ein Event dann. Oder die miteinander reden oder so. Nur um das mir anzugucken, aber man kann nicht speichern und laden. Guck mal, hier ist noch eine Kiste.
Dunkelrotes Gewand. Okay. So, warte mal. Wir essen jetzt noch ein Meeresfrikassee. Und dann machen wir uns mal auf den Heimweg, ne? Heimweg im Sinne von Halbinsel. Dort ist unser Leuchtturm, dort ist unser Zuhause. Ein letzter Blick nochmal in sein Ausbildermenü. Und wir haben alles gelernt. Perfekt. Dann gehen wir doch erstmal zurück zur Halbinsel, um dort noch alle unerkundeten Gebiete zu erkunden. Denn der Enmekar-Wald, der hat langsam zu starke Gegner. Richtig doof. Oh, Sekunde. Eins hätte ich fast vergessen. Er hier? Was kann... Hör mal. Lernen? Streitkolbeninfusion. Nein, danke. Hallöchen. Genau, ich wollte mich im Laden umsehen. Das sieht aus wie die Fürstenrüstung aus Skyrim. Und zwar... Beast Golem, dornige Fangaxt, Fang, Beast, Fang, Fang, Fang. Nägel, Schreckensaxt, Schrecken. Okay, gibt's nichts an Sachen, die ich so gern haben würde. Aber was ich mal machen könnte, ist mir zwei Goldbarren zu kaufen, denn die sind leichter als Silber. Die wiegen jetzt 2 und das Silber wiegt 1 Kilo, also das könnte man mal machen eben. So, gut. Dann, ohne weiter zu schlafen, zurück zur Halbinsel. Hoffentlich ist der Winter vorbei. Enmerkar-Wald, nicht Enmarkar. Enmerkar. Ich hab das mal falsch ausgesprochen. Gute Güte. Ist ja furchtbar. Was habe ich denn da an? Eine Machete? Ich habe eine Machete an. Okay. Jetzt nicht mehr. So. Oh. Nein. Ich habe ein Stolperdraht gemacht. Den sehe ich. Ja, meinst du wohl, hm? Nix da, dein Fleisch wollen wir gern haben. Bei Nacht sind wir noch nie gereist, oder? Doch, auf den Halbinseln sind wir bei Nacht schon mal zurückgereist. Falsch im Kopf. Ich meine auch übrigens, ich habe in den Halbinseln noch gar nicht alle Quests angenommen. Es gibt ja so Nebenquests, die man immer machen kann. Und da gab es eine, die ich vergessen habe anzunehmen. Ist schon ein bisschen weird, wenn man jetzt bei Nacht hier durchläuft. Ziemlich ungewohnt. So. Oh, ich habe nichts Neues zu trinken geholt. Das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Liegt noch irgendwo was auf dem Weg? Nein, ne? Nein, es liegt nichts mehr auf dem Weg, wo ich mir was zu trinken holen kann. Mist. Aber man kann das Wasser ja auch abkochen über ein Lagerfeuer. Grillenzirpen. Kennt ihr das? Wenn man im Sommer draußen sitzt... Und ein Feld ist in der Nähe, so rechts von einem. Dann hört man auch immer da die Grillen. Ja. Und wer es nicht kennt, der hat deutlich was verpasst und sollte mal rausgehen. Und ein Gegner? Ich glaube, das ist ein toter Gegner.
Ja, ein toter Gegner. So, allzu weit dürfte es schon gar nicht mehr sein. Meines ist schon da vorne links jetzt gleich. Ja. Hier geht's schon zurück zur Halbinsel. Ich werde das Wetter vermissen aus dem NMK-Wald. Wirklich. Ich werde es richtig vermissen. Es war immer gut. So, jetzt machen wir mal eben unser Thumbnail. Geht's zur Halbinsel, ne? Ja. So. Fertig. Tut mir leid, das geht halt leider nicht anders. Ich könnte halt offscreen noch was machen, aber man wird halt immer was. Es wird halt immer was fehlen. Weiß es nicht. Müsste dann ja auch zurückrennen zu der Stelle. Und wenn ich dann irgendwelche Gegner treffe auf einmal. Ja. Hamatten. Gibt's auch noch. So. Es ist immer noch schlechtes Wetter. Das finde ich nicht gut. So, trinken wir als erstes mal einen Tee. Der reicht nicht. Gut, dass wir die Rüstung hier behalten haben. So, jetzt müssen wir nur noch das Schwert tauschen. Und wir haben es gleich. Passt. So. Gut. Welchen Tag haben wir? 30. Also, was gibt es hier in den Halbinseln noch zu tun? Den Wachturm haben wir schon gemacht. Hier vorne gibt es aber noch eine Höhle. Die muss ich machen. Wir müssen noch den Berg da machen. Es gibt noch eine Geisterruine. Also eine Geisterruine. Es gibt, ja doch, eine Geisterruine. Die sollten wir jetzt mit den neuen Runenzaubern ohne Probleme erledigt bekommen. Es gibt noch die Rückseite der Geisterruine. Dann gibt es, glaube ich, noch einen anderen Pass. Und es gibt super viel. Es gibt super viel hier noch. Hier. Die hier gibt es halt noch. Das, 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 das. Und das. Ich sag ja, es gibt noch richtig viel hier. Wir hatten hier auf der Halbinsel eine Menge ausgelassen. Aber aus gutem Grund. Es hat uns nämlich immer wieder zerlegt. Liegt vielleicht daran, dass ich nicht so gut mehr im Dodgen und so bin, aber ja. Ich habe ehrlich gesagt die Musik ein bisschen vermisst. Also aus der Halbinsel. Ist ja schön. Einfach zurücklehnen. Und nur die Musik lauschen. Ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt, aber ich erwähne es nochmal. Gute Soundtracks
machen ein gutes Spiel zu einem sehr guten Spiel. Richtig gute Synchronspreche, also richtig gutes Vertexten, also Audio-Vertexten über Synchronsprecher, macht aus einem sehr guten Spiel ein verdammt sehr gutes Spiel. Hm? Also das ist, wenn Morrowind damals vollkommen vertextet worden wäre mit Synchronsprechern, das Ding wäre heute noch eins der besten, es ist heute immer noch eins der am besten zu spielenden RPGs, was ziemlich viel Tiefe hat, Charaktertiefe auch vor allem. Es gibt so viele Charaktere, die eine so abwechslungsreiche, krasse Geschichte, eine eigene Geschichte haben, die auch in späteren Elder Scrolls-Teilen weiter aufgegriffen werden. Teils. Das ist einfach nur. Und da muss man sich überlegen, es wurde auch, also die Dialoge zu schreiben, ist ja, finde ich, schon der schwerere Teil. Es muss ja auch stimmig sein. Und das Sprechen, klar, es gibt natürlich die Synchronsprecher, die, also die den Job leben. Richtig leben. Und dann gibt es die, die gut sind und die, die passabel sind. Ne? Und die Passablen, die kosten halt nicht so viel. Aber es reicht schon, wenn es von nicht vertont mit einem passablen Tonsprecher wäre. Das wird schon reichen, finde ich. Ich meine, es gibt ja aus der Gothic-Community unglaublich viele Modifikationen, selbst privat geschriebene Modifikationen von kleinen Moddern, die dann einfach von Fans haben dann die Synchro gemacht. Fans haben eingesprochen. Klar, dann gibt es welche, die haben, die vielleicht auch Videos machen. Ich glaube, Jorgensen hat eine Menge eingesprochen. Und aber auch kleinere haben für Modifikationen eingesprochen und auch einfach nur welche aus der Fanbase. Und selbst wenn man dann da qualitative Unterschiede raushört, allein das Mitgesprochene, also dass jemand einem das Lesen abnimmt, dass man einfach nur, ich will jetzt nicht faul klingen, aber dass man einfach nur das Spiel genießen kann, ohne was lesen zu müssen, einfach nur alles auf sich einwirken lassen kann. Wie diesen Sonnenaufgang da hinten. Geil, oder? Ja, man sieht hinter den Bergen eine riesige Gebirgskette und da hinten weiß man, da kommt das goldene Glück, das Wärme spendet. Ich merke gerade, mir wird kalt. Irgendwas, was Wärme spendet. Wärmende Eigenschaft. Wunderbar, her damit. So. Jetzt habe ich den Weg bisher so zumindest mal ein bisschen mit Inhalt gefüllt. Mit anderem Inhalt. Es gibt aber auch tatsächlich Spiele, die ganz gut ohne viel Vertexten auskommen. Die dann aber auch eine ganz andere Basis sind, ne? Diablo ist da so ein Ding. Diablo, da gibt es halt häufig Abschnitte, wo dann was vorgelesen wird, also man dann zum Beispiel dann nach Akara geht oder zu Deckard Cain oder wie auch immer und man spricht dann halt diese Charaktere an, dann erzählen die was und dann ist man aber die meiste Zeit des Spiels ist man draußen unterwegs und kämpft gegen irgendwelche Viecher und ist immer nur, wenn es einen gewissen Upgrade, ein gewisses Update zu irgendwelchen Quests gibt, dann gibt es halt nochmal so die Info, okay, man kann dann mit dem nochmal sprechen, kriegt ein neues Dialogfenster. Viele Dialogfenster von Diablo kannte beziehungsweise kenne beziehungsweise kannte ich nicht. So rum, falsch. Kannte ich gar nicht. Wusste gar nicht, dass da so viel Texttiefe drin war. Ja. Was ich stark unglaublich gerne nochmal wieder spielen möchte, ist Warcraft 3, und zwar die Story. Die Story von Warcraft 3 will ich unglaublich gerne nochmal spielen. Ich habe heute nochmal nach Keys geguckt, so teuer sind die nicht. Ich denke, ich werde mir in der nahen Zukunft, also innerhalb der nächsten Monate, Warcraft 3 nochmal holen und gegebenenfalls
dann auch die Story aufnehmen. Vorher werde ich aber dann einmal kurz mich in die Steuerung reinfuchsen. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel das war. Bei welchem Spiel war ich in der Steuerung nicht drin. Bei irgendeinem Spiel war ich überhaupt nicht in der Steuerung drin. Nicht Outward. Ich würde mich nicht als guten Outward-Spieler bezeichnen. Aber ich würde schon sagen, dass ich mich ein bisschen bewegen kann. No? So. Cierzo ist erreicht. Was ich jetzt machen werde, ist... Offscreen werde ich sortieren, Sachen in der Kiste wegsortieren, das mache ich nicht mehr onscreen, das ist, nimmt zu viel Zeit in Angriff, in Anspruch. Und gegebenenfalls Sachen herstellen und verkaufen, denke schon. Und dann starten wir nächste Folge wieder auf der Halbinsel zum Erkunden. Es kann übrigens sein, dass Mittwoch, also morgen, nee, morgen kommt, also Mittwoch kommt eine, das ist ja die hier. Es kann aber sein, dass Donnerstag keine kommt, je nachdem, wie ich zeitlich vorankomme. Denn Mittwochs ist immer Raid. Und es kommt dann schon mal vor, dass ich es zeitlich nicht schaffe, zwei Aufnahmen zu machen. Ich bin nämlich gerade aktuell genau einen Tag im Vorlauf. Also ich nehme jetzt Dienstagabends Skyrim und Outward auf. Für den Folgetag. Und ich hatte ja schon mal gesagt, dass wenn ich eine Aufnahme nicht hinbekomme, also nicht zwei reinbekomme in den Zeitplan, dann bleibt eher Outward auf der Strecke. Skyrim ist wichtiger. So. Gut, genug gequasselt. Wie man sieht, ist noch eine Menge in Cierzo auch schon wieder neu gespawnt. Hier ist auch schon wieder ein Wasserschlauch. Das sammle ich jetzt alles ein. Und ja, wie gesagt, zuschalten tue ich dann morgen, wenn ich fertig bin, mit dem Sortieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend euch und schönes Bergfest. Bald ist wieder Wochenende. Ciao.